Hallo und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wir zocken mit dem Kannibalen, oder auch genannt Leatherface. Irgendeiner der Survivor hat sich diese Map gewünscht. Okay, hier hinten rennen schon zwei rum. Und einer. Ich sehe erstmal gleich so einen Hit mit. Hier ist auf jeden Fall noch ein zweiter gewesen, das habt ihr gesehen. Der versucht mich halt vom Chen wegzulocken. Der versucht es halt Zeit rauszuholen, dass die anderen halt. Die eine da, die da hinten noch mit am Chen war. Chen machen kann. Sag ich doch. Wir haben sie sogar schon Totem gesegnet. Ah, der verarscht mich. Ja, komm, leck mich. Nein. Ich hab keinen Bock auf diesen Penner. Ich hab keinen Bock auf diesen Penner. Der verarscht mich. Ich hasse auch wirklich diese Killerhütte. Das ist wirklich das Schlimmste von allen. Ich sag mir halt immer, wenn ich das versuche... Wenn ich das halt versuche, gell, also wenn ich es überleben, das Spiel, gell, ich schaffe maximal anderthalb Runden und schwuppsdiwupps hat der Killer mich. Und wenn ich als Killer dann renne, hier, guck dir das an, Alter. Und wenn ich das als Killer mache, gell, die feuern da durch, da ist keine Chance, da ist, weiß ich nicht, die rennt da 15, 20 Runden rum und ich komme einfach nicht hinterher. Der will halt, dass ich den jage, der. Was? Wie? Wie hat er das jetzt geschafft, dort durchzukommen? Das ist doch jetzt ein riesengroßer Witz, oder? Wie hat er das jetzt geschafft, bitteschön? Fein, der ist eigentlich... Der ist überhaupt nicht gut, gell? Der rennt einfach bloß... Der kriegt's nicht hin, mich zu betäuben. Der steht einfach nur da. Der macht halt einfach nichts, gell? Und er rennt halt einfach nur. Und das ist halt manchmal so ein Witz, gell? Du kommst dann... Solchen Leuten kommst du nicht hinterher, gell? Die kriegen sich hin, dich zu betäuben. Nichts. Das ist halt ein totaler Witz. Guck dir das an, wie schnell die wieder weg sind. Das ist vielleicht auch sogar eine Gruppe, die zusammengehört. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ja, die eine segnet. Und wenn ich mir halt jetzt wieder die Kate nehme, das ist mir egal. Das ist mir egal, ich meine. Ich sag einfach mal so, ich gehe ja nicht gezielt auf sie, ne? Also ich renne ja nicht gezielt hinterher. Ich meine, sie war jetzt einmal wieder da gewesen. Ja, was soll ich da machen? Soll ich dann einfach sagen, nein, ich lass dich jetzt in Ruhe, du gute Kate. Ich hab dich ja schon mal gehabt. Okay, sehr gut, hier ist wenigstens ein Geiseljagen. Ah!
Okay. Das nutzen wir doch sehr gerne aus. Bitteschön. Ich weiß nicht, vielleicht ist hier sogar noch eine zweite drin. Schade. Lustig wäre es gewesen, wenn jetzt hier noch eine zweite drin gewesen wäre. Und die rennen wieder hier hinten rum. Die sind zu dritt hier hinten. Die sind zu dritt hier hinten. Geh kaputt. Ja, komm, Ace, mein Freund. Das ist mir egal. Ich nehme einfach die Kate jetzt. Ich nehme jetzt einfach die Kate. Ich versuch's zumindest. Ich meine, da haben wir wenigstens eine raus. Da haben wir wenigstens die Kate raus schon mal. Okay, hier hinten ist ein Gent, aber niemand dran. Die sind. Ich weiß nicht, ja, da ist jetzt wieder jemand dran. Sehr gut. Das ist wieder hier unser kleiner. Möchte gern Pro-Gamer hier. Früher los, was ist denn los? Och, Mann. Ach, du dummes Schwein, Alter. Mann, ey, ich hasse manchmal diese Kettensäge so extrem. Klingt nicht, als ob da jemand dran ist. Das gibt's doch nicht, Mann! Oh, du kleiner Mieser, ey, wirklich. Die macht's halt in gewisser Art und Weise, macht die's gut. Die ist halt, keine Ahnung. Immer sagen sie ist gut, ich weiß es nicht. Sie hat vielleicht auch am Ende immer bloß Glück, dass sie im richtigen Moment da um die Kurve kommt und so. Ist halt, ja. Weiß ich nicht, ob ich das sagen kann, das ist ein gutes Spiel. Ich meine, es spielt auch nicht wirklich gut. Spiel sind auch nicht wirklich gut mit unseren Hubba-Bubba hier. Aber naja, keine Ahnung, aber bei ihr sieht man doch wirklich, dass es viel Glück ist. Das ist nicht wirklich ein richtiger Moment, wo ich vorhin schon zweimal irgendwo dagegen gesägt habe, was eigentlich totaler Müll war. Okay, und das Ding ist schon wieder da drin. Das Ding klingt auch gut. Nein, erst nicht rein. Also sie sind auf jeden Fall hier gewesen, weil der Gen auf jeden Fall wieder geknallt hat.
Hätte mir jetzt nichts gebracht. Das gibt's doch nicht. Oh, überall steht hier alles im Weg, ey. Ruhe, ihr seid mich voll verdrückt, ich wollte eigentlich nicht die Kettensäge nehmen. Ruhe hat zum ersten Mal geschafft, mich zu betäuben. Wow. Kann mir fast vorstellen. Nee, hat sie nicht. Oh Mann, da ist bloß ein Chance zu machen. Und den anderen hatte ich noch gar nicht, gell? Aber ich sehe auch gerade. Ich sehe ja wirklich gerade zweimal LTI, sehe ich gerade. Das heißt ja eigentlich wirklich, dass die zwei auf jeden Fall schon mal zusammengehören. Er ist auf dem Nullpunkt. Okay, da hinten ist er. Er versucht jetzt bestimmt weit weg zu locken. Also manchmal fragst du dich wirklich, wie schnell die laufen können. Manchmal fragt man sich wirklich, wie schnell die laufen können. Und ich hab keinen Geiserhaken hinter mir, ich geh kaputt. Ich hab kein. Ich muss gucken, ich muss hoffen, dass ich an den Weißen komme rein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und hier war auch noch irgendwo Würdem gewesen. Nein! Mann! Scheiße, ey. Wieso? Warum? Komm schon! Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst, dass ihr den jetzt in dem Moment durchzieht, ey? Euer Ernst, ey, kommt schon. Ich kämpfe den jetzt ab. Ich kämpfe den jetzt ab. Das ist mir jetzt egal. Ich weiß, es ist nicht der feindliche englische Art. Und mache ich auch überhaupt nicht gerne. Aber nein. Ich lasse mich nicht von solchen Leuten verarschen. Was heißt verarschen? Ich meine, ja, keine Ahnung, wenn die einfach nur. Ne, die haben eigentlich extrem gute Millisekunden. Ja. Also, die sind halt gar nicht so einen hohen Ping, haben sie nicht. Aber keine Ahnung, warum das immer. Warum die immer so ein Glück hatten, da durchzukommen. Ja, ja, geht ruhig. Ist mir egal. Die geht raus. Die geht auch raus. Okay, dann war's das für die Folge. Und ja, ich danke euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Schade, dass wir wirklich leider bloß 2 Kills gekriegt haben. Ich hätte Oma am liebsten die für Mina gehabt. Aber naja, egal. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein.